Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video meiner Serie Iman TV Analyse. Und heute geht es um ein Video mit dem Titel Das Ende der Dauer? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das nur 5 Minuten lange Video wirft mehr Fragen auf, als es Informationen liefert. Ein Moslem-Apologet kommt zu einem Mann hinter einem Schreibtisch und erklärt diesem das zukünftige Islam-Dawa-Aktivitätenpaket von Iman TV. Warum? Das erfahren wir nicht. Warum der Mann hinter dem Schreibtisch überhaupt irgendetwas wissen muss, erfahren wir nicht. Was die Konsequenzen sind, wenn das Paket ungenügend ist, erfahren wir nicht. Warum alles so ernst und geheimnisvoll sein muss, erfahren wir nicht. Und warum er den dann als Bro tituliert, das erfahren wir auch nicht. Aber jetzt sind einige Details in diesem Gespräch hier recht bemerkenswert. Und zwar, ich nehme mal 2. Erstens, wie kommt es, dass Menschen, die aufgrund von Aussagen dieser Dawaganden erst den Islam akzeptiert haben, unweigerlich den Islam wieder verlassen, wenn sie nicht ständig und immer wieder der Islam-Propaganda ausgesetzt werden? Ist dir eigentlich bewusst, wie viele neue Muslime zu ihrem alten Leben zurückkehren, wenn sie keine nachhaltige Unterstützung erhalten? Wenn wir zwar neue Muslime gewinnen, sie aber nicht unterstützen und sie wieder vom Glauben abfallen? Was er jetzt sagt, bedeutet ja, dass der Islam selber und an sich völlig unzureichend und nicht überzeugend ist. Das bedeutet ja, dass Menschen nur unter stetigem Einfluss einer Gehirnwäsche den Islam auf Dauer akzeptieren. Und zweitens, alle Aktivitäten von AERA oder der Iman TV Gruppe sind vergeblich, wenn letztendlich nur eines zählt, die Falschaussagen in den Streams, in denen ja bekanntlich keine Gegenstimme akzeptiert wird, in denen jegliche Kritik gnadenlos zensiert wird. Und alle Informationen, alle Materialien sind sinnlos, um den Menschen den Islam verkaufen zu können, solange es nicht die Livestreams gibt, die ich ja völlig platt gemacht und hinreichend kritisieren habe? Wirklich? Was nützt das alles, wenn ich das mit der Realität vergleiche, in der jeden Tag über 1000 Muslime den Islam verlassen? Und in der Zeit, in der jemand dieses Video gesehen hat, etwa 10 Muslime den Glauben an Allah an den Nagel gehängt haben. Was muss denn passieren, damit Islam-Apologeten verstehen, dass der Islam in seiner jetzigen Form sein Verfallsdatum erreicht hat und etwas Neues in die Regale muss? Einfach so weitermachen bringt's doch nicht. Iman TV sammelt wie wild Geld ein. Was genau von wem eingezahlt wird und wie viel wofür ausgegeben wird, ist zumindest für mich nicht ersichtlich. Oben auf der Homepage von denen Spenden, Geld her und unten wieder betteln. Und was gibt's denn dafür? Naja, wenig Sinnvolles, noch weniger Fakten und nur Taktiken, um den Islam an den Mann zu bringen. Während du und ich gerade über das Geschäftliche sprechen, werden neuen Muslimen die Gebetswaschung, das Gebet und die Rezitation des Koran beigebracht. Und in meinen Augen ist es doch noch schlimmer, den Islam auf diese sinnfreien Rituale zu reduzieren. Fällt Ihnen denn nicht etwas Besseres ein? 20 Livestreams über die Existenz Gottes, das Christentum und natürlich den Islam. Oh wow, 20 Livestreams. Und wozu? Noch mehr Falschinformationen? Haben die bisherigen nicht gereicht? Belustigend finde ich wiederum die Mathematik hier, da 100 Nicht-Muslime zusehen sollen, die dann in jedem Stream ausgetauscht werden müssen, sodass es dann 20 mal 100, also 2000 werden. In dieser Staffel erwarten wir über 100 nicht-muslimische Gäste, also auch durchschnittlich 2000 Live-Zuschauer. Dass da jemand wiederholt zusieht, ist anscheinend nicht vorgesehen. Naja, kein weiterer Kommentar. Aber vielleicht ist ja auch eine ganz andere Mathematik hier im Spiel und ich verstehe das nur nicht. Kann auch sein. Also, was ich aber verstanden habe, ist, ich muss jetzt 20 Mal zuhören und dann zeigen, was da alles schief läuft, was da falsch ist, warum es falsch ist und was besser wäre. Aber jetzt mal eine echte Frage. Haben die bei mir angeklopft und mir mal angeboten, einen gemeinsamen Stream zu machen, in dem wir mal Fakten besprechen und wie ich denen helfen kann? Nö. Na gut, okay, dann eben nicht.
dann liefern die mir 20 Mal Material jetzt, was bei Muslimen und Nicht-Muslimen gleichermaßen für Zweifel und Verwirrung sorgt, was dann von mir analysiert und anschließend kommentiert wird. Wobei die recht primitiven Attacken auf das Christentum in der Hoffnung, dass dadurch der Islam besser aussieht, wohl auch in der Zukunft recht einfallslos ausfallen werden. Aber was wollen die denn machen, wenn der Versuch, sich mit Menschen anzulegen, die keinen Gottesglauben haben, so spektakulär gescheitert ist? Okay, mir ist vollkommen klar, dass ich für die ein Hasser bin. Und wenn alle Stricke reißen, ein Islamophobe. Weil es im Islam keine Argumente gibt, die sich mit der Realität und der Wahrheit beschäftigen. Also adressieren die mich als Person, aber nicht meine Reaktion auf deren Behauptungen. Na gut, dann lassen wir es und machen Reaktionsvideos, die letztendlich wesentlich mehr Wirkung haben. Ich mache jetzt meinen eigenen Kanal auf dem ich mich dann exklusiv der Iman-TV-Truppe widmen werde. Und der Name? Iman-TV-Analyse. Der Name ist Programm. Und warum das Ganze? Das werde ich auch oft gefragt. Naja, weil mir freie Meinungsäußerung und Integrität wichtig sind. Den Untergang des Islam, das macht der Islam schon selber. Aber ich kann den Prozess beschleunigen durch Daten, Fakten und Informationen. Und solange die immer wieder weglaufen, habe ich da leichtes Spiel. Ciao for now.